Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom New Lands. Dieses Mal bin ich etwas besser vorbereitet, etwas besser bewaffnet und ich weiß, im Winter, wir müssen etwas Geld ansparen. Mit Betonung auf etwas, natürlich nicht zu viel. Denn wir wollen ja auch ein bisschen was ausgeben. Aber das Wichtigste an der Stelle ist erstmal, wir brauchen eine gewisse Economy, die wir nach oben pushen können. Das Gute ist, unsere Farms sind soweit schon etwas weiter ausgebaut, sagen wir es mal so. Ups, sorry. Das heißt, wir haben, glaube ich, mittlerweile 6 Farmer, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die für uns jetzt schon produzieren werden. Und dann gucken wir, dass wir ziemlich schnell, also richtig schnell, in den Genuss kommen von unserem Landungsboot, dass wir hier keinen Winter machen müssen. Das wäre das Beste vom Besten. Aber wie immer, meine Pläne werden wahrscheinlich doch irgendwas torpediert, denn es wäre zu einfach, wenn es einfach gehen würde. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir ein bisschen was? Heißt. Na, guter Mann, du kannst mithelfen. Bei etwas Großartigem mit dabei zu sein. Feldwirtschaft, geile Sache. Braucht jeder auf jeden Fall. Aber mit 1 hat er, okay? Das heißt, du hast noch nichts abgebaut. Macht aber nichts. Ja, und ihr lauft einfach viel zu lange. Ihr braucht hier definitiv ein Häuschen oder sonst irgendetwas. So, ist die Frage, habt ihr irgendwas anzubieten? Na, das ist schon mal gut. Damit lässt sich doch was ausbauen. Okay. Zum Beispiel hier. Ganz wichtig. Weil die an der Front bleiben, bin ich mehr als glücklich darüber. Hast du irgendwas? Hast du auch nicht. Okay. 4 Bogenschützen. Ja, das ist nicht viel. Das ist definitiv nicht viel. Also, ihr könnt doch zurück. Wo lauft ihr denn hin, Jungs? Idioten. Bleibt doch da, wo es gut und fein ist. Ja, gut, was soll's, was soll's. Vorteil ist, wir haben allerdings auf jeden Fall auch noch eine Steinwand als drum und dran. Da sollte eigentlich alles gut laufen. Irgendjemand von euch was da? Auch nicht. Also, dieses Feld hier bringt mir eigentlich relativ gar nichts. Stelle ich immer wieder aufs Neue fest. Aber er hier, er bringt mir auf jeden Fall was. Insofern, wenn ich wieder meinen Kammermeister habe. Mit ihm dürfte ich wieder glücklicher werden. Wir haben genug Leute eigentlich momentan. 1, 2, 3. Es kommen noch eine Handvoll Leute. Ja, doch, also ich würde mal behaupten, das kann man so lassen als Grundausstattung. Nicht das Schönste vom Schönen, aber das kann man mal lassen für den Anfang. Der Händler lassen wir auf jeden Fall noch da. Und ich würde sagen, wir könnten hier sogar sagen. Zack, mitkommen. Dass wir das eine Lager vielleicht doch abreißen. Bin gerade echt schwer am Überlegen. Dankeschön. Das war gut. Und hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal Bogenschützen. Meine ganze Armee Bogenschützen hin. Ist nie verkehrt. Gerade nachdem wir jetzt so, ja, ausladend sind, sage ich mal, vorsichtiger Natur. Und hier ist keine mehr, weil hier auch keine Hasen oder sowas sind. Keine feinen Bogenschützen mehr. Nehmen die Hasen nicht mehr mit, das ist natürlich doof. Da könnte ich mir jetzt auch was Schöneres drunter vorstellen. So, es läuft. Und ich sehe schon, die Sonne ist immer da, egal was los ist. So, Jungs, kann man euch irgendwie helfen? Kann man euch was zum Abschießen rüberreichen? Wahrscheinlich ja. Höchstwahrscheinlich sogar ja. Ich aber auch. So ein paar Rentiere hätten doch was für sich, oder? Yep. Aber davor noch etwas. Und zwar haben wir hier vielleicht einen einzigen Mann. Wir treiben euch jetzt nach vorne. Na, wo bist du? Ja, einer ist besser als keiner. Würde ich jetzt doch ganz stark mal behaupten, wenn es dunkler wird, rennt der auch nach vorne, dann haben wir wieder einen mehr. So, hier, hua, Hilfe. Hier kommt der größte Lichtkönig. Ja, so. Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt mal ganz und gar nicht mit. Schön in die Richtung abhauen, Junge. Schön in die Richtung abhauen. Dankeschön. Zack. Immer schön Richtung
Richtung Jäger. Na, wunderbar. Halt, 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 halt. Ich bin hier. Nop, nop, nop. Komm, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Muss aufpassen, dass ich hier, okay. Ah. Dass ich nicht zu weit weggehe. Immerhin. Haben wir immer noch das Problem. Es könnte Nacht werden und mich könnte es erwischen. Möchte ich natürlich überhaupt rein gar nicht. Ach komm schon. Jäger, du hast zu früh geschossen, definitiv. Na komm, geh zurück. Geh zurück, es wird langsam Nacht. Aber irgendeiner von euch hat doch jetzt was. Dankeschön, ich wollte gerade sagen, irgendjemand muss doch hier was abgeschossen haben. Kann ja gar nicht anders sein. Hier haben wir viel, hier haben wir viel. Ja, ihr rennt immer wieder zurück, das ist nicht ganz so schön. Und Blutmond, oh je. Ich wollte eigentlich was anderes mit meinem Geld anfangen, aber okay, wenn Blutmond ist, dann müssen wir natürlich etwas dagegen tun. Bewaffnet euch und rennt an die Front. Genau, beide rennen direkt an die Front. Ist definitiv nicht das Verkehrteste, was man hier machen kann zu dem Zeitpunkt. Und ich gehe auch mal lieber ein bisschen nach vorne und schau mal, was dort vorne an der Front so abgeht. Weil sie bekommen Unterstützung, aber ich würde wahrscheinlich sagen, sie kommen zu spät an. Noch geht's zum Glück, noch geht's. Ich bin froh, dass ich diese Mauer gebaut habe. Sogar richtig froh. Aber ich sehe schon, ich glaube, der Mann hat's nicht überlebt, der hier eigentlich mal hin sollte. Na, der ist tot. Der gute Mann ist sowas von mausetot. Töter als tot. Das tollste Tod, was man sich vorstellen kann. Aber jetzt haben wir wieder ziemlich viele Bogenschützen. Dankeschön. Immer gerne gesehen, doch. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, boah, komm, was soll's. Zack und zack. Hier zwei. Und abholzen. Wir brauchen mehr Farmland. So schnell wie möglich, ganz viel Kohle, dass wir vor dem Wind abhauen können. Das ist mein Ziel. Weiß der Lichtkönig, schätze ich darum, ob Wind oder nicht Kind ist. Also für meine Wenigkeit, wäre es mir ja egal in dem Sinne, aber sagen wir es mal so, die Leute brauchen was zu essen und was zu trinken. Ich eher weniger, brauche in dem Sinne kein Gold. Ich bin einfach so ein bisschen darauf angewiesen, auf die Wirtschaft der Menschen. 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht ganz aus. Man kann sagen, wir können ja einen Hammermann machen. Aber lassen wir lieber einen rüberrennen. Weil ich bezweifle auch irgendwie, ihr habt es halt immer noch nicht fertig. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ach, die Leute müssen einfach so lange weit rennen. Ist es auch noch nicht fertig. Ne, da dauert es noch einen Tag. Und ich schätze mal, Kaninchen werdet ihr auch nicht getötet haben oder sonst was. Hat doch überlebt. Glück muss man gelegentlich mal haben, du. Huiuiui. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass gerade er überlebt. In so einer harten Zeit. 6 Stück bräuchte man davon. Das ist halt schon viel. 6 Goldmünzen, die hat man nicht mal eben parat. Besonders nicht ich. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, aber demnächst müsste es, glaube ich, verschwinden, das Lager. Yep, und da ist es weg. So nach und nach schwindet der Baum. 1, 2, 3. Haben wir zumindest mal Farmland, das etwas näher dran ist. Haben wir zum Gehäuse und Geäste. Das können wir auch noch wegmachen. Aber der bleibt hier. Durch ihn werden wir durch alle Mühen durchkommen. Und ich hoffe inständig, dass wir, sagt es mir, die Möglichkeit haben, ihn auch auf den anderen Inseln wiederzusehen. Das wäre wunderschön. Er ist zufallsgeneriert, er muss nicht unbedingt da sein, aber hat sogar 2 Gold dafür bekommen, wunderbar. Aber das hätte mal was für sich, hätte was für sich. Reicht auch nicht aus. Nope, reicht nicht aus.
Gut ist, wir sollten keine Probleme haben wegen Blutmond oder sonst irgendwas. Hallöchen. Okay, wer von euch hat hier jetzt gerade abgesahnt? Irgendeiner muss doch hier Kohle eingesteckt haben. Dankeschön. Genau das wollte ich doch. Das und nichts anderes. Okay, reicht nicht ganz aus. Naja, was soll's. Beim nächsten Mal wird's besser laufen. Ich hätte aber auch niemand was bekommen, gell? Nee, ach du, aha, guck mal hier. Da, wo, hallöchen. Jetzt geht's aber los, so, jetzt machen wir Kohle. Können nämlich gleich einer der Bauarbeiter hier ein bisschen was aufbauen. Ist auf der anderen Seite genauso, nochmal drei Farmen. Die schauen wir, dass wir die auf Maximum hochbekommen. Und ich sag nicht nein dazu. Definitiv nicht nein dazu. Na ja, komm, mach mal. Machen wir hier ein bisschen was. Machen wir hier ein bisschen was. Dich nehmen wir auch noch mit. So viel wie wir nur können. Weiter geht's. Und da drüben kommt das nächste Lager hin. Na komm, 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 put, 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 put. Genau hier, wunderbar. Das heißt, hahaha, wunderschön. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, ob wir vielleicht... Hier ist ja ein Feldchen, ob man da noch was hinbauen soll. Na, aber komm, was soll's. Wir sorgen eher dafür, dass wir unser Hauptquartier ein bisschen hochgestockt... Oder auch nicht. Vergiss, was ich gesagt habe, wir versuchen es doch nicht. Gut, bin ich froh, dass wir hier zumindest was bekommen. Okay, das wird auch voll, das wird auch voll. Hier kommen die Felder hin. Dann holen wir uns noch zwei Leute. Dann rennen wir einmal querfeldein durch den ganzen Wald und weiß gar nicht wohin, um uns zwei Leutchen zu holen. Sag ich auch nicht nein dazu. Dann wird am nächsten Tag einfach unser Hauptquartier etwas hochgesetzt. Und das ist Schöne, wenn wir es hochsetzen, werden wir automatisch auch die Chance bekommen. Ah, sagt es mir. Pop und pop. Einen Turm und Mauern und alles kostenlos zu bekommen. Wird ein größerer Bauaufwand werden, aber passt schon. Danach brauchen wir links ein Katapult auch noch für die Notfälle, weil wir haben ja gesehen, auf Dauer kommen da ziemlich viele von diesen kleinen Viechern. Minions sage ich einfach mal dazu. Und das muss nicht unbedingt sein, sagen wir es mal so. Okay, es hält nicht ewig durch. Okay, das war mir jetzt neu. Ich hätte gedacht, das Pferd hält ewig und drei Tage durch. Ich frage mich jetzt echt, was dieses Pferd dann frisst. Tote Erde oder was? Ich meine, ich habe ja extra diesen... Dankeschön. Extra dieses Pferd genommen, weil es ja so viel aushält. Okay, also ewig laufen können wir nicht, stelle ich gerade fest, aber... Ja, gut, was soll's. Wir können auf jeden Fall zigfach länger laufen, als es noch mit dem alten Pferd war. So, hier scheint man doch ein bisschen was abgeerntet worden zu sein. Ja, natürlich. Mit dem Geld können wir doch ein bisschen was anfangen. Vielleicht müssen wir mal warten, bis seine Augen so am Abglühen sind. Dann kann genauso gut sein. Ja, ein bisschen was Kleineres. Die Mauer können wir noch nach oben verfrachten. Und ich glaube, das machen wir auf jeden Fall dann. Aber zuerst Hauptquartier, stimmt. Die Mauern sind gerade gut, das Hauptquartier sind gerade das Wichtigste, damit man Katapult bauen kann. Vier Stück, drei Stück, dann können wir vielleicht noch zwei weitere, sag's mal, Arbeiter machen. Das wäre natürlich auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, mal bitte hochbauen, dankeschön. Hier noch was gebaut, dankeschön. Müssen wir wahrscheinlich einen Tag warten wieder. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Hammermann. Und wir brauchen... noch einen Sensenmann. Und natürlich noch ein paar Arbeiter, aber da warten wir jetzt kurz, bis ihr uns das Geld gibt. Dann rauschen wir bis nach links durch. Und holen uns drei neue Leute.
Es sind verdammt viele Leute gerade untergebracht. Gerade Bogenschützen. Würde ich mir immer noch wünschen, dass wir die irgendwie zurecht arrangieren können. Das wäre super. Aber gut, was soll's. Man kann schließlich nicht alles haben. So, das ist ganz wichtig. Ein kleines Katapultchen. Kommt gerade nichts. Ne, passt soweit alles. Jetzt schauen wir mal, wie schnell wir jetzt auf der linken Seite sein können. Wir müssen ziemlich schnell sein, sagen wir es mal so. Na, das hat so ein bisschen was abbekommen, die Mauer. Wir betonen aber nur auf ein bisschen. Sah es schon mal wesentlich schlimmer aus. Ich glaube, so lange hätte unser normales Ross gar nicht durchgehalten. Überhaupt rein gar nicht. Schauen wir mal, zack, hier. Mitnehmen, zwei Stück. Zwei Stück ist besser als gar nichts. Ich finde immer schon diese Glühwürmchen. Ich denke die ganze Zeit, die haben doch, glaube ich, irgendwas Magisches noch an sich. Ich glaube, das kommt später erst. Würde ich jetzt mal so schätzen. Okay, wir haben unsere Zeugs. Ja, hier ist auch alles, hier ist auch das, hier ist auch das, hier ist auch das, da, okay. Die Mauer können wir wahrscheinlich nicht ganz nach oben hauen. Nein, geht nicht ganz, okay. Da fehlt uns ein klitzekleines bisschen Geld. Frage, habt ihr hier Geld? Nein, haben wir nicht. Wir haben schon mal einen Bauarbeiter, der nach vorne rennt, aber mit das nötige Kleingeld geht es natürlich nicht. Aber eine Runde Tunnel locker noch aushalten. Es wäre komisch, wenn es anders wäre. Ein paar Leute hier rumstehen, das war es aber schon. Ich möchte gerade noch nichts reinpumpen, nachher ja, jetzt nicht. Okay, mit Glück könnten wir jetzt rechts nochmal zwei Leute bekommen. Das war hier einfach praktisch, dass wir direkt immer ein Lager hatten, aber zu nah ist nicht gut. Eine Stadt muss sich einfach ausdehnen und gedeihen können. Oder wie weit ist doch? Es war eigentlich schon ein ganzes Stück weit weg. Aber es waren zumindest sichere Leute. Heißt, die hat uns schon mal kein Monster wegnehmen können in irgendeiner Art und Weise. Papp. Und papp. Und kein Geld mehr, aber macht nichts. Das macht ganz und gar nichts aus. Geld kommt nächste Runde wieder. Danach soll es eigentlich ziemlich... Das sieht schon komisch aus. Im Wasser schaut es aus, als würde unser Pferd eigentlich dauerbrennen. Oder so eine Feuerwand vor sich herziehen. Fällt mir jetzt gerade ebenso mal auf. Das muss auch gemacht werden. Yep, du kannst mal nach vorne galoppieren. Na komm. Mitten in unsere Jägereien. Hallöchen, habt ihr vielleicht was? Na, Wunderbärchen. Bringt doch noch was hier. So. Hehehe. Freude kann abgesammelt. Okay, wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich. Du bist auch bedient. Wir können mal... Dankeschön. Wir können circa mal gucken, ob wir die Chance haben, hier was abzukrabbeln noch. Oh ja, oh ja, oh ja. Also damit müssen wir die Mauer auf jeden Fall hochziehen können noch. Meine Maximummauer ist doch etwas, was ich lieben gerne hätte. Man kann sagen, ihr könnt auch... Danke, ihr könnt doch locker schießen, sage ich nicht nein dazu. So, danke schön. Einmal nach oben stehen, weil da kommt eh nichts mehr. Das wäre ein Wunder, wenn da noch irgendwas kommen würde. Die Statue könnten wir jetzt auch voll pumpen, aber nein. Aber nein. Da setzen wir lieber auf noch mehr Leute. Und die Chance, unseren Geldspeicher etwas voll machen zu können. Sonst keine mehr da? Ernsthaft? Bin wegen einem einzigen hier gerannt. Dann war das zu viel. Muss ich in der nächsten Nacht nochmal herkommen. Hilft alles nichts. Das sind eine Handvoll Bewohner, brauchen wir auf jeden Fall. Nee, das geht mir jetzt nicht aus. Das war wahrscheinlich auch nicht gerade das Klügste, so viel Kohle auszugeben damals. Für die ganzen... Ah, Dankeschön. Da noch was? Nee. Für die ganzen Pfeilab... sag ich schon, Pfeilab, jetzt so ein Schwachsinn.
für das Upgraden unserer Pfeil- und Bogenschützen. Da können wir bloß einen hinbauen, okay. So, mitkommen, los. So, rüber. Dann einmal hier Steinparadies aufbauen. Hier können wir nochmal was hinmachen. Und ich glaube, das hat man schon ausgebaut. Yep, das ist auf jeden Fall ausgebaut. Dann können wir jetzt eher mal gucken, dass wir sagen, Hallöchen, du bist... Wunderbar. Vor allem Bogenschütze, dankeschön. Und vielleicht kommt von rechts noch mal einer. Yep, kommt auch einer. Der hat direkt gesehen, oh, da kann man noch was machen. Da kann man... Oh, dankeschön. Das wird doch wesentlich besser hier. Operation läuft doch. Läuft doch richtig gut sogar. Und mehr haben wir jetzt gerade auch nicht anzubieten, gell? Nee. Mehr geht gerade nicht. Normalerweise, ja, normalerweise brauchen wir nicht so viele Hammertypen. Aber für einen Notfall vielleicht? Nee, komm, das geht auch so. Das geht auch so. So, bitteschön. Ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Ach Gott, jetzt springen die da oben wieder rauf. Ah, das ist natürlich doof. Das sollten die eigentlich im Best Fall nicht machen. So, hier kriegst du nochmal was. Uns reicht nicht aus für den nächsten Goldschub, okay. Irgendjemand bei euch? Ja, wunderschön. Her damit, her damit. Je mehr Dividenden ausgezahlt werden können, umso besser. Wo bist du, mein... Ja, der ist schon wieder drin. Okay. Hab ganz übersehen, es ist ja gerade Nacht. Ja, es ist klar, dass der dann sonst wo in der Gegend rumschwirrt. Verwerfen hier. Meinem Handy geht gerade wieder der Akku aus, wie es ausschaut. Gibt's irgendwas? Nein. Du bekommst noch einen Job. Nur keine Panik. Da ist nichts. Ja, die Front ist relativ sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ich glaube, ich sehe 8 Leute hier. Aber keinen momentan am Katapult dran, oh je. Zumindest das sollten sie eigentlich immer okay. Zumindest gefeuert haben sie. Nachladen können sie nicht mehr. Ein Glück, dass zumindest mal einer wieder kommt. Juhu. Aber wir haben es ja noch nicht so weit in den Nächten. Und weg mit euch. Dankeschön. Jetzt können wir gucken. Ich hoffe, ich bekomme jetzt gleich 2 Stück zumindest. Dass sich der Ausflug lohnt. Tag Nummer 11. Noch wird es human sein. Betonung auf noch. So, ist keiner mehr da? Okay, macht nichts. 2 ist besser als gar keiner. Sagen wir es mal so. Und die 2 kann ich als Bogenschützen recht gut gebrauchen. Yep. Das wäre gar wunderprächtiger Natur. Hier gibt mir nichts mehr, braucht mir auch nichts geben. Hier sind wir voll, okay. Ebenso das gleiche hier. Das heißt, wir können auch zum zeitgleich auch noch mit dem Schiffler anfangen, würde ich mal behaupten. Na, ihr bringt mir gerade gar nichts, nee. Die sind alle noch am Werkeln. Die haben noch mehr als gut genug zu tun. So, mein lieber Händler, komm mal her. Das können wir noch machen. Dich können wir noch machen. Und dann machen wir doch noch einen weiteren. Komm. Was soll es? Was soll es? Ein Hämmerchen ist immer noch gut. Gerade wenn wir jetzt anfangen, das Schiffle zu bauen. Da können wir doch immer noch einen weiteren gebrauchen. Und ja, wunderbar. Vielleicht noch jemand? Jemand, der noch was möchte? Yep, du auch noch? Nichts? Na gut. Hätte ja sein können, muss ja aber nicht. Und ein Gold nur noch übrig, ja, das ist zu wenig. Mit einem Gold müssen wir nicht nach rechts rüber gehen, um noch 2 Leute zu holen, weil das wäre pure Zeitverschwendung an dem Punkt. Ich stehe mal ganz schön viele Leute in der Gegend rum. Und viele Leute, meine ich auch viele Leute. Dann, mein, da, Hallöchen aber auch, Dankeschön.
So schaut das Ganze natürlich wieder wesentlich anders aus. Die zwei möchte ich aber noch behalten. Ich muss aber gestehen, ich habe keine Ahnung, wie der Umrechnungswert bei dem ist. Ich weiß auf jeden Fall, man bekommt auf Dauer mehr raus. Also bei ihm was zu bunkern, es bringt schon etwas. Wie viel es jedoch bringt, das weiß ich nicht. Aber es ist schon mal schön zu sehen, so muss ich sagen, dass unsere Lager sich gut füllen. Du kommst auch zurück, okay. Ich glaube, von jedem haben wir einen gemacht, das sind wir auch soweit im Klaren. Ich muss immer im Kopf ein bisschen rechnen, wie viele Leute wir gerade haben. Und welche Jobs sie so machen. Ja, ja, kleiner Buddy, dir passt schon. Ein kleines Pferdchen. Alles wird gut werden. So, aber an der erfolgreichen Stelle mache ich einen kleinen Cut. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei sein könntet. Bis dato macht es gut und wie immer. Tschüssi. Und wunderbar, direkt an einer Blutmondnacht. Das kann ja bloß gut ausgehen auf der linken Seite.